Welcome at ACTV. Mein Name ist Michael Langhans. Ich bin ehemaliger Rechtsanwalt und YouTube-Aktivist und dies ist mein YouTube-Kanal. Wie ihr im Hintergrund sehen könnt, befinde ich mich heute in Nürnberg am Strafjustizzentrum, wo ja der zweite Verhandlungstag gegen den sogenannten Reichsbürger geführt wird, der angeblich einen Polizeibeamten erschossen haben soll, was als Mord durch die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth gewertet wird. Ich habe mich heute nicht dazu entschieden, der Verhandlung beizuwohnen, weil ich ehrlicherweise keine Lust habe, den ganzen Tag Polizeibeamte bei ihren Aussagen zu hören. Für mich reicht eigentlich die gestern in den Medien zu erfahrende Presseberichterstattung, um erhebliche Zweifel an diesem Verfahren, an der Fairness von diesem Verfahren und an den Vorwürfen aufkommen zu lassen. So, ich habe mich jetzt ein paar Meter zurückgezogen, schlicht und ergreifend, weil es da vorne zu laut war, wegen einer Baustelle nebenan. Spiegel Online berichtet, dass es erhebliche Diskrepanzen gibt zwischen dem, was die Verteidigung ausführt, was wohl der Sachverständige des Gerichtes durch den Angeklagten gesagt bekommen hat, und dem, was die Polizei schildert. Der wesentliche Fakt, und das ist ein objektiver Fakt, für den ich keine Aussagen von Polizeibeamten brauche, ist ja die Frage, haben sich wirklich vier Polizeibeamte hinter einer Glastür versteckt? Ich meine, SEK-Beamte, Fachleute für Zugriffe, verstecken sich hinter einer Glasscheibe und warten auf den Zugriff? Hey, also ich meine, ich habe ausreichend Western gesehen, um zu wissen, dass das Verstecken hinter einer Tür und vor allem hinter einer Tür mit Glasscheibe oftmals ein ziemlich böses Ende nehmen kann. Wenn dem wirklich so war, dann spricht zum einen sehr viel dafür, dass es wirklich eine Notfallreaktion war, kein bewusstes Abwarten und Auflauern, wobei es dafür natürlich wiederum wird entsprechende sachverständige Stellungnahmen geben. Aber ich meine, die Situation, die geschildert wird, ein Mensch, der sich Sorgen um die Zukunft macht, der eigentlich keinen Hass auf die Polizei hat, wird plötzlich überfallen. Ob berechtigt oder unberechtigt, sei dahingestellt. Dass ein solcher Mensch, der bekanntermaßen dazu neigt, Waffen um sich zu haben, dann auch zu diesen Waffen greift, ist vorhersehbar und wohl kaum mit den Mordmerkmalen einherzubringen. Dafür vielleicht noch ein kleiner kurzer Exkurs. Mord ist ein ganz besonderes Delikt im bundesdeutschen Strafrecht. Mord ist das einzige Delikt, wo es subjektive und objektive Tatbestandsmerkmale im Tatbestand gibt, die eben erfüllt sein müssen. Mord allein ist in der Regel nur über innere Beweggründe heraus eruierbar, sodass der ein oder andere Strafverteidiger sagt, Mord gibt es nur, wenn der entsprechende Täter das Maul aufreißt. Wer die Klappe hält, kann keinen Mord begehen. Nun, also wenn jemand unverhofft im eigenen Haus überfallen wird, und zu Recht hat wohl die Verteidigung darauf hingewiesen, man hätte ja mal warten können, bis der unterwegs ist und ihn nicht in der Nacht oder in der Früh überfallen, dann wenn sich schon die Frage nicht nur an der Kompetenz der entsprechenden Beamten erhoben werden, sondern eben auch die ganze Aktion, jetzt auch die Darstellung durch die Staatsanwaltschaft in Frage gestellt werden. Fakt ist, ein SEK-Einsatz, der so geführt wird, dass hinter einer Glastür vier Beamte warten. Ja, also ich meine, und das soll jetzt auch bitte keine toten Polizeibeamten abwerten, aber das klingt für mich wie die Daltons, die bei Lucky Luke hinter einer Glastür warten. Ja? Das ist unvorstellbar. Ja? Und dann kommt die staatliche Reaktion, die wir alle kennen, die bösen Reichsbürger, obwohl noch nicht einmal klar ist, ob dieser Mensch irgendeiner Bewegung angehört hat. Entsprechend sind hier auch die Sicherheitsvorkehrungen in Nürnberg um das Strafjustizzentrum
aus meiner Sicht überbordend. Polizei, die an der Straße wartet, uniformierte Polizei, die den Innenhof bewacht, Zugangsbeschränkungen, Ausweiskontrollen etc. Alles Punkte, die der Rechtsstaatlichkeit eher entgegenstehen. Und das, und das ist ja der Treppenwitz schlechthin für mich, ja, am Ort, an dem die Bundesrepublik Deutschland ihr Gewissen reingewaschen hat, indem die Nürnberger Prozesse gegen die Hauptkriegsverbrecher durchgeführt wurden, nämlich im großen Spurgerichtssaal, Saal 600 im Strafjustizzentrum, heute auch als Memorium benutzt mit entsprechenden Tafeln. Also an diesem Ort, an dem die Bundesrepublik Deutschland letztlich ihre juristische Aufarbeitung oder ihren juristischen Reinheitsbeginn hatte, wird heute, aber auch in vielen anderen Strafverfahren davor, entschieden, ob diese Reinheit berechtigt ist, ob die Justiz diesen Aufklärungswillen der alliierten Mächte beibehält und sich letztlich auch mit den eigenen Fehlern auseinandersetzt. Meine Erfahrung, ich war nicht sehr oft im Schwurgerichtssaal 600, ist aber in dem Zusammenhang, dass der Aufklärungswille wie in vielen anderen Verfahren eigentlich wenig existent ist. Natürlich ist Presse anwesend. Wenn eines von euren Kindern gestohlen wird und damit ein Leben für die Zukunft kaputt gemacht wird, kommt der Bayerische Rundfunk seltenst. Hier, weil ein bayerischer Polizeibeamter sein Leben lassen musste, ist natürlich Presse anwesend. Wie also auch in der öffentlich-rechtlichen Medienpräsenz das alles gesehen wird, sieht man hier an. Allein dieser Hype, der gemacht wird um die angebliche Gefahr der Reichsbürger bei der bestehenden Vollüberwachung der bayerischen Justiz, also es wird ja jeder, der ein Justizgebäude betritt, auf Waffen oder gefährliche Gegenstände gefilzt, ist für mich nicht nachvollziehbar. Reichen diese normalen Eingangskontrollen nicht? Braucht man da zusätzliche Polizei rumstehen? Also ich meine, ich würde es ja verstehen, wenn es ein Prozess gegen eine Rockerbande ist, also eine homogene Gruppe, oder gegen IS, ebenfalls eine homogene Gruppe. Aber bei den Reichsbürgern, wo es keine homogenen Gruppen gibt, ist es vollkommener Blödsinn, hier letztlich solche zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen in die Wege leiten zu wollen. Das kann es nicht sein, das darf es nicht sein. Gleichzeitig haben wir ein Riesenproblem natürlich mit der Frage der Garantie der Öffentlichkeit. Da hat mich daran gestört, dass die Frage der Ausweiskontrolle öffentlich nicht publiziert ist. Ich finde, sowas gehört transparent gemacht. Die Rechtsprechung lässt das Überprüfen der Identität für die Dauer der Sitzung zu. Danach müssen diese Daten aber gelöscht werden. Ich glaube nicht, dass diese Maßgaben eingehalten werden. Ich gehe davon aus, dass die Daten gespeichert werden, dass aufgenommen wird, wer wie oft an Verhandlungstagen da ist und gegebenenfalls auch eine Übermittlung oder ein Abgleich mit Daten des Verfassungsschutzes, der ja die Reichsbürger überwacht. Haha, die Reichsbürger. Wir wissen ja, es gibt keine Reichsbürger. Es gibt nur verschiedene Bewegungen mit identen oder ähnlichen Rechtsauffassungen. So dass hier also einfach bewusst eruiert wird, was wo wie ist und das ist wieder der nächste Treppenwitz, ohne dass diese Frage überhaupt geklärt ist, ob eine Reichsbürgerschaft vorliegt. Denn allein das Befolgen von diversen Theorien und oder Rechtsauffassungen ändert hieran ja nichts, dass es keine entsprechende homogene Gruppe gibt. Wird sich dieser Prozess also auch damit auseinandersetzen, dass es hier eine Hybris betreffend der Reichsbürgerschaft als angebliche Gefahrenquelle initiiert wurde, mit weitreichenden Überwachungen, Versuchen einer inhomogenen Personengruppe pauschal die Erlaubnis zum Führen von Waffen zu entziehen, ohne das ureigene Problem
dass viel zu häufig wahrscheinlich solche Waffenerlaubnisse verteilt werden oder bei anderen homogeneren Bevölkerungsgruppen, zum Beispiel Schützenvereinen, die oftmals sehr konservative Parteimitglieder sind, anders verfahren wird. Ich glaube nicht, dass hier eine entsprechende Aufarbeitung stattfindet. Seriöse Medien, wie zum Beispiel die Zeit, titeln, wenn eben zum Thema nur genannt wird, Moment, ich zitiere wörtlich, Reichsbürger wegen Mordes vor Gericht, dann frage ich mich schon, ob dieser Journalist oder diese Journalistin auch nur ansatzweise Recherchearbeit begangen hat. Erstens, ist es eine Information, die aus meiner Sicht für die Berichterstattung wenig relevant ist. Zweitens ist die Eigenschaft bestritten. So haben wir es jedenfalls gestern im Prozess mitkriegen müssen. Drittens gibt es den Reichsbürger sowieso nicht. Und viertens ist der einzige Sinn und Zweck hier eine Diskreditierung des Angeklagten. Das sollte eigentlich seriöser Journalismus so definitiv nicht durchführen. Ja, insbesondere keiner aus der Stadt Hamburg. Wo kommt also diese Voreingenommenheit her? Das ist eine spannende Frage. Ja, ich meine, das Thema Reichsbürger war ja bereits länger bekannt. Und wie gesagt, so wie ich es verstanden habe, hat das Thema Reichsbürger auch nur sehr wenig mit der hier streitgegenständlichen Tat zu tun. Natürlich gibt es ja die Anweisungen des Verfassungsschutzes oder die Idee, solchen Reichsbürgern immer die Waffenbesitzerlaubnis zu entziehen, weil wir die Gesetze und die Verfassung nicht anerkennen. Der kann auch nicht deren positive Grundlagen für sich in Anspruch nehmen. Das ist ein Argument, über das man diskutieren kann. Ich lehne es ab, weil damit der Staat ja legitim erworbene Mittel aufgrund rechtstheoretischer Auffassungen als nicht gegeben sieht. Und das halte ich für äußerst unproblematisch. Vertrete aber trotzdem die Auffassung, dass der Staat jedem die gleichen Rechte gewähren muss, ob sie ihm passt oder nicht, und nicht einfach was entziehen kann. Jetzt kommt also dieser Gesinnungswandel, verfassungsschützend angeordnet, und schwuppdiwupp wird in jedem Verfahren, wo ein Mensch jemals seinen Führerschein oder seinen Personalausweis verbrannt hat, als Argument für weit einschneidende Rechtsverluste hingenommen, Eingangskontrollen, personentechnische Erfassungen derjenigen, die ein entsprechendes Objekt betreten, etc. Da wird, fürchte ich, den Verschwörungstheorien, die gerne auch von sogenannten Reichsbürgern vertreten werden, eigentlich Vorschub geleistet, weil da genau dieses überbordend staatliche Verhalten ohne demokratische Legitimation forciert und begründet wird. Warum also? Was ist am heutigen Prozess so besorgniserregend, dass diese Zugangsrestriktionen geregelt werden müssen? Und halb, liebe Richter, ist hier kein Grund. Natürlich hat jeder Richter das Recht, die Verfahrensgestaltung und die Verfahrensleitung so zu gestalten, wie er es für richtig hält. Dazu gehört natürlich auch die Sicherstellung der Sicherheit aller Anwesenden. Die aber hat doch angeblich das bayerische Justizministerium bereits durch die Eingangskontrollen sichergestellt. Also, warum diese überbordende Situation? Welche konkreten Gefahrenerkenntnisse liegen vor? Dazu werde ich die Pressestelle des Oberlandesgerichtes Nürnberg anschreiben. Denn, wie gesagt, damit einher geht ja ein partieller Ausschluss der Öffentlichkeit. Wer nicht im Zusammenhang mit Reichsbürgern erfasst werden möchte, und sei es auch nur für wenige Stunden, der kann diesen Prozess zur Wahrung der Rechtmäßigkeit nicht im Rahmen seiner Befugnisse als Bürger, als Öffentlichkeit besuchen. Das ist ein Punkt. Und damit wird wiederum der wachsenden Justizbetrübnis Vorschub geleistet, weil damit genau das erreicht wird, was sowieso schon nicht besteht, nämlich ein weiterer Vertrauensverlust in die Justiz in unserem Land. Meine Frage also an euch: Geht von den Reichsbürgern eine so weitreichende Gefahr aus, dass solche sonstigen Gefahren ausschließenden, einschränkenden Maßnahmen gerechtfertigt sind, ja oder nein? Wenn ja, welche?
Ich würde mich freuen über eure Kommentare oder Videos mit Replies. Ansonsten, wenn euch dieses etwas längere, etwas ungewöhnlichere und dadurch, dass ihr in der Stadt unterwegs bei etwas lautere Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Bis dann. Servus.